Bilder aus einem israelischen Militärflugzeug. Hier, so die Schilderung des Militärs, wurde ein Tunnelsystem an der Grenze zwischen dem Gazastreifen und Ägypten bombardiert, durch das Waffen nach Gaza geschmuggelt wurden. Die Bilder stammen von Dienstagabend. Und anders als in den vorangegangenen 4 Tagen reduzierte Israel seine Luftangriffe in der Nacht zum Mittwoch. Lediglich 2 Ziele seien bombardiert worden. Niemand sei dabei ums Leben gekommen, heißt es weiter. War das schon eine erste Reaktion auf die internationalen Bemühungen? Denn etwa zeitgleich trafen sich in Paris die Außenminister der EU zu einer Sondersitzung. Ihre Forderung: eine sofortige und dauerhafte Waffenruhe in Nahost ohne Vorbedingungen. Frankreich, das in den letzten Tagen seiner EU-Ratspräsidentschaft ist, brachte außerdem eine 48-stündige Feuerpause ins Gespräch, um Hilfslieferungen in den Gazastreifen zu ermöglichen. Aber Außenminister Kouchner will noch mehr. Wir müssen zum Friedensprozess zurückkehren. Dies ist ein politisches Problem, kein militärisches. Ganz egal, was für Horrorszenarien wir auf den Bildschirmen sehen. Israel hat den Vorschlag zur 48-stündigen Waffenpause schon als unrealistisch abgetan. Ohne Garantien, dass auch die Hamas ihre Raketenangriffe stoppt, werde man sich nicht an so etwas halten. Aus israelischen Kreisen hieß es aber auch, dass Frankreich noch Ergänzungen zu seiner Idee machen könne. Die Raketenangriffe aus dem Gazastreifen auf israelischem Boden dauern in der Tat weiter an. In der Stadt Beersheba, etwa 40 Kilometer vom Gazastreifen entfernt, schlugen nach israelischen Angaben auch am späteren Dienstag noch mehrere Geschosse ein. Von einer Waffenruhe hält auch die Hamas nicht viel. Dieser Sprecher fordert vielmehr internationalen Druck auf Israel, während um ihn herum Bomben einschlagen. All das gibt wenig Anlass zur Zuversicht. Und eine Rückkehr zum Friedensprozess scheint weit entfernt. Zum Leidwesen vor allem der Zivilbevölkerung im Gazastreifen.